Da freut sich ja alles, wenn Fraps so leckt. Da freut sich. Hast es jetzt? Nur in diesem neuen Gebiet. Ah, oh, jetzt endlich. Gott, oh Gott. Fraps, also bitte. Geht's noch? Ja, wir sehen's. Fraps will einfach nicht lagfrei aufnehmen jetzt in diesem Gebiet. Es ging ja in vorigen Gebieten gut. In zwei. So, jetzt sollte es eigentlich gehen, aber es geht nicht. Komm. Verdammt. Ja, jetzt wieder. Okay. Ja, ich habe Hamachi ausgemacht und ich habe den Antivirus, also nicht den Antivirus, den Adblocker ausgemacht und jetzt, ja, mit ein bisschen anfänglichen Schwierigkeiten geht's jetzt. Gut. Und die Fliegen nerven wieder. Die gemeine Stubenfliege. Ein Skandal. Ein Höllenwesen. Schlimmer als die Polizei erlaubt. So, Wahlpakt und Reef. Ah, Reef haben wir noch drin. Könnten wir eigentlich rausschmeißen. So, spielen wir jetzt mal ein bisschen Path of Exile. Und ja, ich liebe es immer wie mehr, weil der Charakter so viel Fun macht. Weil er einfach alles in Sekunden schneller niedermetzelt. Und dann haben wir noch mehr Attack Speed und alles mögliche. Oh Gott. Und der Gneis ist ja ganz einfach jetzt. Vor allem mit diesem Shadow. Der Shadow hat ihn einfach mal alleine gemacht. Geht doch. Wieso sind nicht alle Charaktere so OP? Wäre zwar ein bisschen langweilig, aber sie sind dann cooler anzusehen. Und das Spiel macht irgendwie mehr Spaß. Also durch die Schnelligkeit und das schnellen Killen ein bisschen mehr. Ja, es ist halt zackiger dann. Aber natürlich macht es wegen ja, keine Herausforderung dann nicht mehr so viel Spaß. Aber sowieso, wir rushen jetzt durch und dann haben wir wieder Herausforderungen. So. Bang. Und die Ibra gibt es hier. Diese Golems, die mit einem Bogenschützen oder so extrem kacke sind, weil sie nicht so viel Damage machen. Diese gute Verteidigung haben und so weiter. Na, was ist los, Flieger? Hast du Hunger? Ich gebe dir gleich Hunger in die Fresse. Ich habe auch Hunger. Aber ich bekomme nichts. Ich muss noch warten. Ich darf nicht zu viel essen. Vor dem Nachtessen. So. Was mir noch fehlt, ist Frenzy, dass wir ein bisschen schneller laufen können. Wild Touch, was ist denn das? Könnte Gift oder so sein. Ja, wir müssen noch das WP holen. Ah, und wir haben die Day gar nicht, die R nicht aktiviert. R. So, jetzt sind wir noch ein bisschen stärker. Also hier ist null Herausforderung. Wie ihr seht. Wir holen aber zuerst den zweiten Gem Banditen. Der ist hier drüben.
Gott, oh Gott, ist das schnell. Oh mein Gott. Na, ihr? Habt ihr eine Chance? Wie ich sehe, nicht, hä? Gott, oh Gott. Oh, der hat. Der hat Gruppenfrenzy noch. Die Frenzy hat die Frenzy, hat die eine Gruppenfrenzy. Das bedeutet, dass sie hat ganz viele noch Frenzys. Frenzy-Partner. Oh Gott, fast in meine Fresse geflogen, diese Scheißfliege. So, wir killen hier alles durch. Bang, 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 bang. Und bald haben wir nochmals ein Lightning Strike Level erreicht. Level 5. Es ist so schnell, so geil. Mal schauen, wie schnell der geht. Der geht in ein paar Sekunden dann. Wir machen aber zuerst die anderen kaputt. So, alle kaputt. Wo ist er? Ah, da. Und jetzt M. Oh, ist das schnell gegangen. Schon so früh so stark, das ist so geil. Und T. Und hier können wir nochmals weiter die Stärke mitnehmen. So. Gut, nehmen wir die rüber. Ah, es sind Amulette, keine Gems, okay. Dann müssen wir noch einen holen, den können wir noch nicht. Darum gehen wir jetzt. Ach komm, wir machen die Feldschrein-Ruinen auch noch. So als optionale Quest. Sonst geht es zu schnell. Sind wir schon Akt 3 fast. Hat sicher auch noch was. Vielleicht hat sie hier ein Legendary. Irgendwo. Ein paar Gegner killen. Oh, ein Superior Handschuhe. Und wir haben Level 5 erreicht. Okay. Na, was sind die Elite-Gegner? Da ist einer. Bang! Einfach nur funny. Marilyn Blades. Nochmals ein. Oh, fast habe ich sie. Fast hätte ich sie gehabt. Au, jetzt macht meine Hand weh von dem Schlag. Das ist der größte Horrorfilm, wenn man sehr, sehr stark sie zerquetscht, kommt überall Blut raus von den Fliegen. So richtig bäh, Splatter-Effekte. Schade, dass sie so wenig Blut haben. Aber wenn man so eine vollgestochene Mücke, also wenn eine Mücke sich vollgesogen hat und dann sie zerquetscht, dann hat es richtige Splatter-Effekte. Dann ist es so ekelhaft, wenn es so spritzt. Oh Gott. Da ist nicht mal Puff of Exile brutaler. Da hat Puff of Exile keine Chance gegen Real-Life-Splatter-Effekte. Baracke.
Ich glaube, es heißt auf Englisch Barrage. Aber bin mir nicht sicher. Ich kann nicht so gut Englisch. Und für mich sind Baracken Häuser. So Mülltonnenhäuser. Diese Häuser, die es manchmal auf den Müllgruben gibt. Die, genau die. Und hier Raff können wir nicht wegen Intelligenz. Wir müssen das nochmals in die Intelligenz holen oder so. Okay, gehen wir hier in die Kathedrale hinein. Schade, dass diese Quest so extrem optional ist, dass man braucht die Questbelohnung nicht unbedingt. Aber egal. Wir machen es trotzdem. Wir rocken. So, hier im Ecken ist noch meistens ein Champion Group. Hier jetzt nicht. Vielleicht auf der anderen Seite? Nö. Diesmal ist nichts hier. Dann gehen wir hinein. Hier haben wir ganz viele, vor allem Mager. Die nerven ein bisschen, aber sind leicht zu besiegen, wenn sie nicht friesen. Ich hoffe, hier gibt es keine Frieser. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Hab die nie viel gemacht, diese Ruinen. Aber ich glaube, es sind eigentlich nur Feuermagier hier. Die drei schießen können dann noch. Ich weiß nicht, glaube ich, in der nächsten Ebene kommen die, die drei schießen. Drei Projektile, aber schwächer sind. Weil sie Schadensverlust machen. Wie ich auch mit diesen Projektilen, aber trotzdem. Bum, bum, bum. Oh, Multishot kann man auch hochleveln. Also Multi-Strike meine ich. Schuss ist es ja nicht. Ein Quarzzepter. Ist das nicht brüchig, Quarz? Oh, hier ist Eis. Oh Gott, weg damit. Ich mag Eis nicht. So, Dille. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Suchen, Drago, suchen, den Ausgang suchen. Mäh. Oh Gott, hier geht's überall nicht weiter. Ah, hier können wir nach unten. Lass mich in Ruhe, nicht friesen. Ein Schild. Geht das schnell? So, jetzt nach oben, 100%. Könnte gut aussehen, ja. So, mal schauen. Hier kommt dann irgendwo ein langer Gang und dann ist man beim Boss von diesem Ding. Diese Ebene. Und der sollte eigentlich relativ leicht sein. Er hat nur viel Gesellschaft. Flammsearch, was ist denn das? Habe ich noch nie gesehen. Ist das ein neuer? Ist ein neuer Patch rausgekommen? Könnte sein. Weil ich kenne Flammsearch nicht.
Schauen wir gleich mal an, wenn wir hier noch einen Punkt verteilt haben. Also was ist das Phlegm Surge? Spell AOE. Kennet. Ignite, aber hat 50 more damage against burning enemies. Wenn wir jetzt die mal rausnehmen, das ist Befall, Strike, den reintun und dann mal benutzen. Ich will schauen, wie das aussieht. Okay, das erscheint ein neuer, also ist ein neuer Patch rausgekommen. Nice. Und den Game haben wir schon. Okay. Hat der den AOE? Ja, ist ein AOE-Spell. Und, ja, vielleicht kann man den ein gutes Bild daraus machen. Keine Ahnung, also ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen. Ich muss nachschauen, was für ein Patch rausgekommen ist. Gut, dann machen wir mal weiter. Und Frebs hat gar nie mehr geruckelt. Das ist wirklich immer nur am Anfang, wenn es zum Beispiel einfach ein neues Gebiet nicht richtig, ja, den Unterschied nicht so erkennt. Sein Aufnahmegerät ist manchmal widerwillig. Aber jetzt geht es ja. So, was haben wir hier? Ah, das scheint der Ausgang zu, also der Bossraum zu sein. Nicht? Von der Form her ist es nicht, noch nicht. Ah doch. Er geht hier rüber, ich dachte er geht hier hoch manchmal, aber geht auch hier rüber. So, hier hat es viele Gegner. Also kommen viele Gegner noch. Zum Beispiel Spinnen. Lass mich in Frieden. Da ist der Boss. Er ist schon tot. So. Haben wir das? Was ist denn das für ein Ding gewesen? Ein Fluch oder so ist das gewesen. Ich hab's nicht gesehen. Er war schon weg. So, schauen wir das mal an. Nee. Okay, dann haben wir den Tempel auch. Und jetzt müssen wir noch in den Tempel im Norden. Eine goldene Hand haben wir. Geben wir die ab. Und wir bekommen ein Buch zum Restbecken. So, tun wir die hier hin. Mano, ich will die haben. Weg damit. So. Ah ja, den Ding noch. Was soll ich weglegen? Ich habe einfach so viele Games, das ist Wahnsinn. Ich musste mal ein paar ausmisten. Ein paar ausmisten. Also jetzt nach Noten. Hier hat es doch auch einen Boss. Da oben ist es schon der große. Schon weg. Eigentlich müsste der Boss, der ist ja eigentlich einer der schwersten Bosse, nicht vom Leben, aber vom Damage heraus. Er hat nämlich genau den Angriff, den wir auch benutzen, Lightning Strike. Der macht einfach extrem viel Damage bei dem Boss.
Da müssen wir schauen, vielleicht, ja, wir haben dann eigentlich schon Wahlpack geskillt. Dann wird er einfacher. Aber ist im Grunde genommen nicht schwer. Er macht einfach übertriebenen Schaden. Und wenn wir eigentlich die ganze Zeit Heilpots trinken, dann ist er auch nicht so schwer. Also kann er uns auch keinen Damage machen. So, gehen wir zuerst mal hier oben durch. Ich gehe eigentlich immer links herum, aber jetzt gehe ich mal rechts herum. Ah, das sind diese Zombies, die Giftpfützen verursachen. Das sind die gleichen, die es in Diablo 2 auch gibt. Die machen auch Giftpfützen. Und ich sehe die Gegner nicht voll lauter Gift. So. Easy Mode. Gehen wir mal in die Mitte. Dort hat's, ja, das ist der runde Raum. Dort hat es immer einen Boss, der noch relativ lukrös ist. Und im zweiten gibt es dann eine Spinne. Im dritten weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, keinen. Genau. Der Plague-Sketch. Aber bitte mit Shadow, mit dem Schattenbild. Gehen wir mal in diese Richtung. Also es gibt drei mögliche Enden, wo der Eingang ist. Und eine ist im Westen, eine ist im Süden und eine ist im Osten. Und im Osten war er nicht. Er ist hier im Westen. Sind wir einmal ringsum. Okay, und hier in dieser Ebene gibt es ja ein ganz langer Nebenweg, wo eine Spinne ist, die recht groß ist. Ich nenne sie immer Kankra, aber sie heißt irgendwie anders. Und dann ein Waypoint, die ist immer in der Nähe vom von der Spinne. Und dann gibt es noch einen Weg zum zweiten Gebiet. Splatter-Effekte. Also hier könnte irgendwo die Spinne sein, das fühle ich. Nicht diese und diese. Ich brauche die große Spinne. Gib mir die große Spinne. Ich möchte die große Spinne killen. Ah, hier ist der. Okay, aber ich will zuerst das Waypoint haben. Hier ist der Gang nach unten, der untere Gang. Und ein Level up. Melischev, dieser Name. So. Noch eins. Cool. Da können wir die Attack Speed Nots noch mitnehmen. Oder brauchen wir die unbedingt? Nein, die brauchen wir noch nicht. Nehmen wir nicht mit. Nehmen nicht mit. Wir müssen Wichtiges machen. Ich will jetzt zuerst rechts herum. Wir brauchen ja, paar Damage-Nutz. Ich gehe zum Beispiel mit dem Dolch, gehe ich irgendwo hin, also die Dolch-Nutz holen. Oder wir könnten Elemental-Nutz machen. Wir können zum Templar gehen und dort die Elemental-Nutz mitnehmen. Wenn das überhaupt was bringt. Das bringt eigentlich schon viel. Dann haben wir dort auch Damage Nutz, genau, und Life Nutz und alles Mögliche. Gehen wir zum Templar. Solange als wir noch keine Dolch Nutz haben, können wir auch andere Waffen benutzen. Easy. Und hier ist die große Spinne. Sehr schön. Und der bleibt schon extrem lange. Wo ist denn der Waypoint? Den suchen wir noch kurz.
Und schaut, wie schnell wir leveln, also XP bekommen. Das ist krass. Was haben wir für ein Level? 24 schon. Und wir sind erst in diesem Tempel mit 24. Gott, oh Gott. Da bin ich manchmal mit Level 18 oder 19 schon, wenn ich durchrushe. Aber ich möchte ja euch ein paar Sachen zeigen. So, wo könnte noch der Waypoint sein? Hallo Spinnies! Wollt ihr eins von meinem Dolch spüren? Vielleicht hier hinten? Hier ist nichts. Dort unten könnte es noch sein, oder da oben. Ah, hier ist nichts. Dann hier unten. Ja, hier ist er. So. Also, Iron Ding da unten brauchen wir ja noch nicht so unbedingt. Ein Reflex. Da wir noch gut ausweichen können und auch keine Elemental Reflekt Monster haben. Aber später bräuchten wir den auch noch. Da gehen wir am besten von unten, von den Attack Damage Nuts. Einhand Attack Damage Nuts nach oben. Holen dort noch die Air Armor Ding, wo man schneller mit den Rüstungen ist. Dass die Rüstungen nicht so viel Malus geben in Geschwindigkeit. Und ja, ich kann es mal zeigen. Wir gehen am besten dann hier runter, nehmen hier die On-Hand Damage, oder wir können hier oben durch. So. Die Schildteile noch mitnehmen und dann hier unten Ice Bite und Iron Reflex. Mal schauen. So. Wir haben gute Elementarresistenzen, die machen keinen Schaden eigentlich hier. Sonst machen die immer Fett Damage, vor allem bei den Magiern, die am wenigsten Resistenzen haben. So, ich werde nochmals kurz die Aufnahme restarten für einen neuen Part. Bis gleich.